Warum willst du eigentlich immer in andere Länder reisen? Weil ich rausfinden will, in welchem Land ich mir am ehesten vorstellen kann zu leben. Warum gründest du nicht einfach dein eigenes? Das geht. Finde heraus, was es braucht, um dein eigenes Land zu gründen. Reise in ein Land, was nicht existiert. Nee, keine Sorge. Also ich bin noch hier. Das war nur so ein cooler Übergang. Mit KI um die Welt. Wow, so cool. Es geht um Transnistrien. Das ist ein fast schon geheimer Staat an der Grenze zwischen der Ukraine und Moldawien. Das Land wird aber international von keinem anderen Staat anerkannt. Ich habe davon vorher wirklich noch nie gehört und mir stellen sich dabei folgende drei Fragen. Ist es wirklich ein eigenes Land? Hat das feste Grenzen und vielleicht sogar eine Regierung? Welche Auswirkungen hat das für das Land, dass sie international nicht anerkannt werden? Und vor allem, wer hat den Designer für deren Website eingestellt? Vielleicht werde ich Ihnen für die Website mal meine Hilfe anbieten. Vielleicht werden Sie ja dann anerkannt. Hier geht's rein. Hello, can I just drive? Okay, thank you. Okay, das war einfacher als gedacht. So ein paar Soldaten haben mich jetzt einfach reingewogen. Die haben, glaube ich, auch kein Wort Englisch verstanden. Viele von euch haben mich gefragt, warum ich denn eigentlich im Ausland leben will. Also klar, weil ich Deutschland halt irgendwie nicht so schön finde, auch weil ich es zum Teil echt teuer finde. Aber vor allem, weil ich so den Traum habe, mir da so eine eigene kleine Villa einzurichten, in der jederzeit meine Freunde vorbeikommen können und mit mir gemeinsam kreativ sein können. Das ist irgendwie so das, wofür ich am meisten brenne. Und ich hoffe, dass dieser Traum irgendwann vielleicht am Ende dieser Serie hier wahr wird. Die Straßen hier sind so leer, es fühlt sich irgendwie fast so an, als würde ich in ein Kriegsgebiet fahren oder so, weil es ist halt auch so nah an der ukrainischen Grenze. Was tue ich hier? Ich glaube aber, das war noch gar nicht die richtige Grenze. Hier steht jetzt schon eine Schlange und da vorne sind dann auch Leute, die den Ausweis, glaube ich, kontrollieren, also den Reisepass. Ich hoffe, ich darf überhaupt einreisen. Passport Control. Okay, go there. Okay. You need driver license? Original. Ah, original, okay, yeah, sure. No. Original technical passport. That's all I have. Mister? Yeah. The parking, the right. Okay, okay, okay. Also die sind an sich mega freundlich, können natürlich wieder nur Russisch, aber mit Google-Übersetzer geht's. Aber ich habe ein Problem und zwar darf ich mein Auto nicht mit reinnehmen. Irgendwie, weil ich nicht die Originalsachen dafür habe und weil es halt geliehen ist. Das heißt, ich muss jetzt zu Fuß irgendwie weiterkommen. Was ein bisschen belastend ist, aber okay. Auf jeden Fall sind wir jetzt in Transnistrien. Und es ist immer noch scheiß Wetter. Also 4-5 Stunden ist in Ordnung? Zu lang. Okay, wie lang? 2 Uhr. 2 Stunden? 2, ja. Okay. Und dann bleibe ich 2 Stunden und komme wieder her. Okay? 2? Das ist okay. Okay, danke. Bitte. Das ist lieber. Weil ich auch nicht mit dem Auto reinfahren durfte, musste ich dann bei den Einheimischen nachfragen und mir ein Taxi bestellen. Ich habe dann den Taxifahrer gefragt, was denn der schönste Ort Transnistriens ist und mich dann dorthin fahren lassen. Das gesamte Land ist nur ca. 40% größer als Luxemburg, beansprucht aber immerhin ein bisschen mehr als 10% der gesamten Fläche Moldawiens. Ich hatte dann irgendwie auch noch Probleme, das Taxi mit der moldawischen Währung zu bezahlen. Er hat das Geld dann zwar doch akzeptiert, mir aber eine andere Währung zurückgegeben. Das ist jetzt der laut ihm schönste Ort Transnistriens. Yay. Auf der Flagge in der Mitte ist tatsächlich noch Hammer und Sichel drauf. Ich weiß nicht, ob jetzt hier noch Kommunismus herrscht. Würde mich mal interessieren. Nein. Aber was ich mich noch viel mehr frage, was ist die Flagge links und vor allem, warum ist da ein Löwe mit einem Menschengesicht drauf? Transnistrien wird teilweise auch als das Freilichtmuseum des Kommunismus bezeichnet und ich hatte wirklich das Gefühl, dass dort einfach die Zeit stehen geblieben ist. Ey, ich komme nicht auf diese Busse klar. Jetzt, possible to pay with. Was können Sie mir empfehlen? Also mein Russisch lässt wirklich zu wünschen übrig. Die einzigen Wörter, die ich kann, sind Spasiba, Nastrovje und Vodka. Aber selbst wenn der Gegenüber eine komplett andere Sprache spricht, irgendwie bekommt man es dann halt doch hin, sich mit Händen und Füßen zu verständigen. One, one? Один, один, один. Das ist witzig. Wie heißt du? My name is Tella. Tella. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Я с нетерпением жду встречи с вами. Geschmackstest bei traumhafter Kulisse. Wenn das Wetter nicht mitspielt, dann muss wenigstens das Essen gut sein. Okay, okay. Sie macht es mir noch warm. Mit Plastik? Sie hat es gerade mit Plastik reingetan, in die Mikrowelle schmilzt es nicht. Bin gespannt. Also diese Kartoffelpuffer, was ist richtig gut. It's very good. Fuck my life. Sorry, you speak English? So. What are you doing?
Сейчас я Веру Михайловну пригласила. Давайте им ромашку. It's a symbol. Веру Михайловну. Ist jetzt hier so Zeug Jehovas oder? What's up? Do you want a photo to be taken with you? Yeah. So we call the priest. Von Gangnam Style. Bitte helfen Sie mir. Ich bin jetzt auf irgendeinem russischen Bild drauf, keine Ahnung. Okay? Yeah, that's great. Okay. Goodbye. Sidania. What the fuck, Alter. Wenn die Leute, die man trifft, einfach noch weirder sind als man selbst. Ich habe gerade versucht, mir hier was zu kaufen und es hat nicht funktioniert. Is this the right currency? No, you must change this money. Ah, okay. Also ja, das Land hat auch eine komplett eigene Währung. Warte, warum ist hier Werbung für den Internet Explorer? Was heißt das? Ich bin jetzt hier auf irgendeinem lokalen transnistrischen Marktplatz gelandet und ich denke mal, dass ich hier auf jeden Fall Antworten auf meine Fragen fände. Ich meine, die sprechen doch alle Englisch. No. Okay. No. Excuse me, I speak English? No. Yes. Yeah. Do you have like an... No, I don't understand. Oh mein Gott, ich fasse es nicht. Ich glaube, ich kriege doch noch Antworten. Da hinten ist einfach ein Restaurant mit einer großen, mehr als offensichtlichen Deutschlandfahne. Und wenn die kein Deutsch können, dann weine ich. Ich finde es immer so surreal. Das war ja in Albanien auch schon so, dass die Leute einfach teilweise eher Deutsch können als Englisch. What? Es hat zu. Where in Germany. Ah, nice choice of place to travel. I was born here. Currently, I live in Russia, in St. Petersburg. I'm a student from there. Okay. I haven't been to here since the war started. And does the country, like Transnistria, have an own government? Yes, we have our own president and some kind of parliament, but we call it like a state council. Maybe one more question. Like the country in Europe, they don't accept it as a country like Transnistria, right? Yeah, it's kind of unofficial country, unrecognized. Yeah. And what consequences does it have for you here? That it's not accepted. First of all, we have here our own citizenship. We can travel with this passport only to Abkhazia, Nagorno-Karabakh, and all these unrecognized countries. And when you want to travel to, I don't know, Germany or? You know, like every person in Transnistria has something like three citizenships or even more to travel. Yeah, Russian. Moldavian. Yeah. Okay. And one last question: do you know who's the designer of the Transnistrian website? I have no idea, but actually I'm a graphic designer by my first education, and I want to kill these people actually because you know yes, it's absolutely uncomfortable. Maybe you can design their website, and then they will accept it as country. Like anything will be better than this. Yes, thank you so much. Have a great day. Yeah. Goodbye. Das ist echt crazy, vor allem weil man davon Europa so noch nie gehört hat. Aber auf jeden Fall sollten die mal ihre Website überarbeiten. Ich weiß auch nicht. Das Land ist irgendwie einerseits wirklich richtig schön von der Natur her. Und gleichzeitig so maximal heruntergekommen, es liegen Autoreifen rum, irgendwelche alten Betonruinen. Man könnte meinen, es ist ein Paintballfeld. Au. Was kann ich zu Transnistrien sagen? Ich hätte nicht gedacht, dass ich das überhaupt mal sage, aber ich fand das Land ehrlich gesagt nicht wirklich schön. Sorry, aber kein Geld der Welt würde mich dazu bringen, wirklich in diesem Land zu leben. Dafür ist dieses Land viel zu sehr stehen geblieben und ich habe mich auch nicht so richtig sicher gefühlt. Und ich glaube, ein eigenes Land zu gründen, könnte schwer werden, dass das international anerkannt wird. Nice, jetzt haben wir einfach Malle direkt vor der portugiesischen Küste. Wäre doch auch mal eine Idee. Aber was man sagen muss, auch wenn die meisten Menschen kein Englisch dort konnten, waren sie alle super freundlich und hilfsbereit. Ich kann es mir trotzdem beim besten Willen nicht vorstellen, dort zu leben. Am meisten hat mich ja das Wetter hier überzeugt. Also, wenn es hier das ganze Jahr so ist, einfach ein Traum. Ich bin's einfach nur leid. ChatGPT, bring mich doch jetzt mal in ein Land, was nicht unbekannt oder unbeliebt ist und wo ich auch Geld und ein Auto benutzen darf. Einverstanden. Ich habe dir den nächsten Flug rausgesucht. Du darfst sogar ein Auto verwenden. Aber du reist mit einer fremden Person. Ich bin raus. Oh, au. Ich glaube, ich brauche schon wieder neue Schuhe. Ja, RIP.